Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen, 196748, Redezeit 7,5 Minuten. Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom Kollegen Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt zwei Gründe, warum CDU und GRÜNE keine Mehrheit bei dieser Landtagswahl zurzeit und auch am 28. Oktober nicht haben. Das eine ist Realitätsverweigerung, das andere ist Arroganz, eben beispielhaft am Abg. Wagner deutlich gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben heute einen Gesetzentwurf eingebracht. Er liegt Ihnen vor. Wir haben im Internet abrufbar. Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen. Dieser Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, hat eine Geschichte, die vor ein paar Monaten schon einmal im Landtag stattgefunden hat. Das Thema Straßenausbaubeiträge bewegt viele Menschen in Hessen, viele Bürgerinnen und Bürger. Es gibt weit über 50 Bürgerinitiativen, die seit Jahren dafür kämpfen, dass Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden. Ja, die Welt hat sich in den letzten Jahren auch bei dem Thema Straßenausbaubeiträge gedreht und geändert. Ich finde, Aufgabe der Politik ist es, veränderten Rahmenbedingungen auch Rechnung zu tragen. Deswegen heute dieser Gesetzentwurf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn der Herr Boddenberg, der Fraktionsvorsitzende der CDU, dazwischenruft, Populismus, wenn wir sorgen und nö, ist gar nicht da. Ach, Sie waren das. Na, der Ihr Zwischen. Dann war es der Kollege Bellino. Der Zwischenruf ist deswegen trotzdem nicht intelligenter geworden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wenn man mit den Sorgen und Nöten von Menschen so umgeht wie diese CDU, zeigt es, dass es ein Problem, wenn man Realitätsverlust hat, schädlich für die Politik und die Demokratie in diesem Land. Sie haben ja dann mit Ihrer Mehrheit CDU, GRÜNE, FDP einen Gesetzentwurf verabschiedet, wo Sie sagen, die Kommunen haben das Wahlrecht. Sie können Straßenausbaubeiträge einführen. Ja, richtig. Aber, meine Damen und Herren, Sie sagen dann, die Ratenzahlung wird von 5 auf 20 Jahre erhöht. Schön, wenn man das letzte Jahr der Ratenzahlung auch noch lebend erlebt, meine Damen und Herren. Schön, wenn die Anwohner und Anwohner noch einen Kredit bekommen, wenn sie 80 sind und 20.000 oder 30.000 € Kredit bei der Bank aufnehmen wollen. Das sind Fälle aus der Praxis. Sie müssen sich einmal mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern unterhalten. Denen brennt die Hütte. Denen brennt die Hütte, weil es um ein Thema geht, was sie in ihrer Existenz teilweise bedroht. Und deswegen müssen wir als Politik Antwort auf eine für viele Bürgerinnen und Bürger drängende Frage geben. Das ist die Realität in Hessen. Jetzt könnte man ja sagen, nachdem CDU, GRÜNE und FDP etwas beschlossen haben, ist Ruhe an der Front eingekehrt bei dem Thema Straßenausbaubeiträge. Das wäre die logische Konsequenz. Das Gegenteil ist der Fall. Hier oben sitzen stellvertretend für viele Bürgerinitiativen betroffene Sprecher aus unterschiedlichen Orten quer durch Hessen. Das Thema Straßenausbeiträge ist präsent, und viele Bürgerinnen und Bürger sind betroffen. Deswegen ist Ihr Gesetzentwurf eine sogenannte Scheinlösung. Kein Bürger wird durch Ihren Gesetzentwurf, der Rechtskraft erlangt hat, mit einem einzigen Euro entlastet. Kein einziges Problem wird gelöst. Deswegen gibt es heute den Gesetzentwurf der Sozialdemokratischen Partei, meine sehr verehrten Damen und Herren, respektive der Fraktion. Herr Hahn, wissen Sie, da gilt der alte Bauernsatz, am Schluss wird abgerechnet, und am Schluss wird man sehen, wer lacht. Zu Ihnen komme ich da noch. Meine Damen und Herren, mit unserem Gesetzentwurf, der Herr Hahn war vorbereitet, brauchen Sie keine Angst haben, so gehen wir schon miteinander um. Meine Damen und Herren, mit unserem Gesetzentwurf wollen wir klarstellen, Straßenausbaubeiträge gehören abgeschafft. Aber natürlich ist eine Straße, die marode ist, muss irgendwann saniert werden. Das ist so. Wir haben auch in vielen hessischen Kommunen einen Sanierungsstau. Wir stellen auch fest, dass bei Ausschreibungen Baupreise teilweise 30-40% steigen und das zu höheren Beiträgen für die Anwohner führt. Deswegen wollen wir im ersten Schritt sagen, Straßenausbaubeiträge gehören abgeschafft, egal wiederkehrend oder einmalig. Zweitens wollen wir den Kommunen eine Entlastung geben über eine Investitionspauschale des Landes, damit sie dieses Geld zweckgebunden in die Sanierung von Straßen machen. Das ist der richtige Weg und Ansatz. Er hilft den Kommunen und er hilft den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist eine bürgerfreundliche Politik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nachdem ja
die Arroganz von CDU und GRÜNEN verhindert hat, dass unser Gesetzentwurf in einem normalerweise üblichen parlamentarischen Verfahren mit einer Anhörung stattfindet und dann einer Bewertung. Das haben Sie nach der ersten Lesung dann abgelehnt, was nach der Geschäftsordnung zulässig ist, aber zeigt, wie Sie mit einem für Sie unangenehmen Thema umgehen. Sie wollen es totschweigen, ist ja die Methode des Ach, ist ja gar keiner mehr da von der Regierung, außer dem Innenminister. Ach, stehe ich jetzt erst. Meine Damen und Herren, um das zu sagen an der Stelle, Sie gehen, ja, Sie sind ja auch anwesend, habe ich ja auch korrekt zitiert, weil Sie auch der zuständige Minister sind. Aber eine Regierung könnte ja trotzdem mal im Parlament sein, meine Damen und Herren. Und, das ist was mit Respekt, was Sie ja in Sonntagsreden gern postulieren, meine Damen und Herren. Und deswegen haben Sie das abgelehnt. Wir haben eine fraktionsinterne Anhörung durchgeführt. Das war in der Sommerpause bei 35 Grad plus. Viele betroffene Bürgerinitiativen waren vertreten, die gesagt haben, die Richtung des SPD-Gesetzentwurfs stimmt. Wir haben ihn nach der Anhörung an der einen oder anderen Stelle verändert. Wir haben rechtliche Klarstellungen gemacht. Wir haben insbesondere eine Anregung aufgegriffen, dass wir diese Verteilung der Investitionsmittel möglichst unbürokratisch handhaben wollen nach der Länge der Kilometer der Gemeindestraßen. Weil das war ein Argument aus den Bürgerinitiativen. Je größer etwa eine Kommune ist, je größer das Netz ist, umso mehr muss das berücksichtigt werden. Und ich finde, das spiegelt sich in unserem Gesetzentwurf, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder und greift Bedenken und Anregungen von Betroffenen auf. Wir wollen auch kein bürokratisches Monster. Wir werden 60 Millionen € verteilt. Wir kommen auf die 60 Millionen €, weil der Innenminister hat auf parlamentarische Nachfrage mitgeteilt, dass die Kommunen für die Erhebung von Anwohnerbeiträgen 36, 37 Millionen € in den Jahren 2016, 2017 eingenommen haben. Das war ohne die Stadt Frankfurt und Wiesbaden. Das sind große Städte, sodass wir auf die 60 Millionen € kommen. Wie wird das finanziert? Weil der Herr Frömmrich auf meinen Zwischenruf bilateral, wo ich ihn fragte, wie die Polizeistellen, die zusätzlich nicht angekündigt sind, finanziert werden, aus Haushaltsmitteln, also auch Haushaltsmitteln wollen wir diese 60 Millionen € finanzieren. Das ist genauso seriös, wie Sie mit dem Geld umgehen. Und diese 60 Millionen, meine Damen und Herren, sind haushalterisch darstellbar. Und deswegen brennt das Thema Straßenausbaubeiträge nach wie vor vielen Bürgerinnen und Bürgern auf der Hütte. Thorsten Schäfer-Gümbel war im Rahmen der Sommertour an verschiedenen Orten. Und überall war es der gleiche Tenor. Wir fühlen uns ungerecht behandelt. An einer Gemeindestraße muss ich etwas bezahlen, teilweise fünfstellige. Wir haben Exzesse, wo es um sechsstellige Beträge weit über 100.000 € geht. 100 Meter weiter an einer übergeordneten Straße muss ich nicht zahlen. Das schafft Verdruss vor Ort. Der Verwaltungsaufwand ist groß, ein Konjunkturprogramm für Steuerberatungsbüro und Ähnliches. Und deswegen, meine Damen und Herren, wenn die Kommunen ordentlich finanziell ausgestattet sind, brauchen sie auch solche Beiträge nicht zu erheben, oft auch nicht der Fall. Und deswegen ist dieser Gesetzentwurf der SPD nach wie vor aktuell und richtig. Mal sehen, wie Sie mit dem Thema umgehen, weil die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Sie darauf eine Antwort bekommen. Und deswegen, meine Damen und Herren, am Schluss lassen Sie mich den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP, Herr Kubicki, zitieren aus einem Zeitungsinterview. Ein großes Thema im Kreis Hersfeld-Rotenburg sind die Straßenbeiträge. Kubicki, sofort abschaffen, das ist das Ungerechte, was es überhaupt gibt, egal ob wiederkehrend oder einmalig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Straßenausbaubeiträge einmalig wiederkehrend gehören abgeschafft. Und ich finde, wenn Herr Kubicki recht hat, hat er recht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Meine Damen und Herren Besucher auf der Tribüne, ich darf Sie darauf hinweisen, dass es nicht zulässig ist, Beifallskundgebungen oder Missfallskundgebungen hier zu geben. Deshalb bitte ich ganz herzlich, sich daran zu halten, an die Ordnung hier im Hause. So, jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Jörg-Uwe Hahn, FDP. Das war ein Eigentor. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will gleich das Rätsel auflösen, das der Kollege Rudolph hier meinte, als Torschuss verwandeln zu wollen. Ich habe mit Kubicki darüber gesprochen. Kubicki hat die örtlichen Entscheider gemeint, z.B. die Sozialdemokraten vor Ort, die in der einen oder anderen Kommune in Hessen es verhindern, dass von den Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird, die wir, die diese Koalition zusammen aufgebaut hat.
Und deshalb, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, man merkt es ja an dem Stil des Vortrages. Wir kennen uns schon ein paar Wochen, deshalb bin ich ja dem Kollegen überhaupt nicht böse. Aber man merkt ja an dem Vortrag, und ich komme nachher noch zum Kreistag Gießen. Können Sie schon einmal googeln, was da passiert ist? Können Sie schon einmal googeln, was da passiert ist? Wie Sie hier vortragen, macht deutlich, es geht ausschließlich um Populismus. Und es geht ausschließlich um scheinheiligen Populismus. Sie sind die Sozialdemokratie, und deshalb habe ich auch großes Verständnis dafür, dass der Spitzenkandidat eben geflüchtet ist. Weil er hat das Thema zwar der Partei der SPD verordnet, aber möchte damit eigentlich nichts zu tun haben. Deshalb ist er ja bei der Debatte eben fluchtartig herausgegangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, warum sage ich scheinheilig? Erstens sage ich scheinheilig, weil bis zu der Debatte im letzten Jahr, hier beginnend, die Sozialdemokraten immer für Straßenbeiträge, und zwar zwanghaft, in Hessen waren. Es gab von Ihnen keinen einen Beitrag, als wir, im Nachhinein war das nicht richtig, das nennt man neudeutsch auch ein Fehler, aus der Sollvorschrift, aus der Kannvorschrift eine Sollvorschrift gemacht haben. Nicht irgendein Genosse, der jetzt Sozialdemokraten hat damals gesagt, unerhört ganz abschaffen, sondern Sie haben, als Sie gemerkt haben, es gibt jetzt eine Einigung zwischen den Schwarzen und den Grünen. Die Vermittlungsprovision hat die FDP zwar nicht bekommen, aber wir haben jedenfalls zusammen dann ein Gesetz hier verabschiedet. Unbar ausgezahlt worden, okay. Herr Präsident, lieber Kollege Norbert Cartmann, haben Sie gemerkt, das Thema ist weg, und jetzt müssen Sie noch einmal einen draufsetzen. Also, Verhalten der SPD vorher, Verhalten der SPD vor Ort ist mein nächstes Beispiel. Ich kenne eine Reihe von Kommunen, in der die FDP beantragt hat, dass es eine Abschaffung der Straßenbeitragssatzung gibt, wo die sozialdemokratischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder auch die sozialdemokratischen Fraktionen nicht so wirklich dabei sind, dieses zu tun, weil sie meinen, es wäre nicht so okay für ihre Kasse. Und die dritte Bemerkung der Scheinheiligkeit ist das Verhalten der Sozialdemokraten in den anderen Bundesländern. Ich gebe zu, reiner Zufall. Kollege Lenders schiebt mir gestern die Aktuelle Zeitung von Haus und Grund Frankfurt zu. Ich wollte mir eigentlich nur zeigen, was er da für ein super Interview gegeben hat. Das war auch super, das Interview, lieber Jürgen. Das war wirklich super gewesen. Und eine Seite weiter, auf der Seite 10, eine Aufstellung der Straßenausbaubeiträge bundesweit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, ich fange mal positiv für die Sozialdemokratie an. In Berlin gibt es das nicht. Ja, in Brandenburg gibt es das zwar, aber das Land bezahlt. Und ja, in Hamburg gibt es das nicht. So, das war die gute Seite. Jetzt kommt die nicht ganz so gute Seite. Es gibt in Niedersachsen, Sie haben recht, in Baden-Württemberg sind die Sozialdemokraten nicht dabei. Nicht dabei? Nicht dabei? Nein, nein. Sie haben eben die Logik nicht verstanden. Ich habe Länder aufgezählt, wo die Sozialdemokraten in der Regierung drin sind. Und jetzt geht es weiter. Es gibt das Land Niedersachsen, es gibt das Land Rheinland-Pfalz, das Saarland, Sachsen und fertig. Diese vier Länder erheben Straßenbeiträge und machen genau dasselbe wie wir. Sie stellen nicht den Kommunen frei, ob sie sie erheben wollen oder nicht. Zufall, Zufall, Zufall. Und jetzt kommen Bremen und MacPom. Da gibt es Straßenbeiträge, aber da gibt es kein Wahlrecht. Da müssen die Kommunen die Straßenbeiträge erheben, ob sie wollen oder nicht. Schöne Grüße an Frau Schwesig, die sich sonst immer als die sozialverständliche Versteherin in diesem Lande ausgibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schöne Grüße an Frau Schwesig. Haben Sie ein Problem damit, dass ich Ihnen einmal aufzeige, wie Ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort argumentieren? Ah, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Der Schäfer-Gümbel ist wieder da. Seien Sie gegrüßt. Wir können dann auch noch einmal gleich zu dem Thema übergehen, der Logik, die Sie hier genommen haben.
Ihr Finanzierungsmodell ist ungerecht. Ihr Finanzierungsmodell ist verfassungswidrig. Denn Ihr Finanzierungsmodell geht von einer Pauschalierung aus. Eine entsprechende Pauschalierung gibt es nach der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes nicht mehr im Rahmen des KFA. Es ist verboten. Wieso gehen Sie denn dann nicht wenigstens in diesem Punkt einen vernünftigen Weg und sagen, das Land wird aufgefordert, im Rahmen der ja jährlich vorzunehmenden Neuberechnung des KFA, der Finanzminister interessiert sich für das Thema Straßenbeiträge offensichtlich nicht mehr, festzustellen, was ist denn der Bedarf? Was ist denn der Bedarf? Das hat der Staatsgerichtshof gesagt, das muss bemessen werden. Und unsere Rechtsauffassung, die der Freien Demokraten in diesem Hause ist, dass aufgrund der Gesetzeslage, wie wir sie jetzt gemacht haben, es bei dem Bedarf mit eingerechnet werden muss, dass auch das Geld für den Ausbau und den Erhalt von Grundsanierungen den Kommunen zur Verfügung gestellt wird. Das muss künftig eine Teilmenge des kommunalen Finanzausgleichs sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so wird ein Schuh draus. Und jetzt lassen Sie mich noch, weil, lieber Kollege Rudolph, wir haben uns auf dem Weg hierher schon verständigt, dass wir lieb und nett miteinander bei dieser Debatte sind. Wir vertragen uns dann nachher wieder. Kreistag Gießen. Bürger aus dem Kreise Gießen. Da gab es eine Debatte. Am Montag? Am Montag. Da gab es dann einen Antrag zum Thema straßenbeitragsfreies Hessen mit der Thematik, dass dort umgesetzt werden soll, dass es verboten wird, Straßenbeiträge zu erheben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss sich auch seine Kompetenten aussuchen. Man muss sich auch seine Kompetenten aussuchen. Dagegen waren CDU, Grüne, FDP. Dafür waren SPD, FEG, Linke und AfD. Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie das wirklich nötig, das sechs Wochen vor der Wahl so zu inszenieren? Wir glauben nein. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Hahn. Das Wort hat der Abg. Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD, zu einer Kurzintervention. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Da ich auf dem Weg zu einem Arzttermin die Einlassung des Kollegen Hahn gehört habe, darüber, dass ich den Saal fluchtartig wegen der Debatte verlassen habe, wollte ich darauf hinweisen, was der Grund war. Das ist übrigens eine Frage der Art und Weise des wechselseitigen Umgangs in solchen Fragen. Mit diesem Teil des Hauses habe ich im Moment gar nicht geredet. Das haben wir gerade gestern versucht auszutauschen. Herr Hahn, ich will es nur deswegen sagen, weil wir eigentlich einen anderen Umgang miteinander pflegen. Sonst hätte ich mich hier gar nicht mehr zu Wort gemeldet. Ansonsten hat der Kollege Rudolph aus meiner Sicht hinreichend ausgeführt, warum Ihr Gesetz, weil Ihr Gesetz ein unzureichendes ist, die Konflikte vor Ort eher verschärft hat und nicht erleichtert hat, weil Sie genau wissen, dass in den Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen inzwischen eine Debatte tobt darüber, wie Sozialstationen und andere Investitionsmaßnahmen gegen das Thema Straßenausbaubeiträge gejagt werden. Und wir wollen diese Auseinandersetzung, die im Moment auf dem Rücken der ehrenamtlichen Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen ausgetragen wird, wollen wir mit einem durchdachten Gesetz verändern. Deswegen dieser Vorschlag. Herzlichen Dank. Moment, Moment, Kollege Hahn, es gibt noch eine. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat zu einer weiteren Kurzintervention Kollege Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Hahn, ich weiß gar nicht, warum Sie uns gegenüber so aggressiv waren. Scheinheilig Populismus, ein Thema, das die Menschen bewegt. Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, wie man mit dem Thema umgeht. Aber uns vorzuwerfen, dass wir Sorgen und Nöte nicht ernst nehmen, finde ich, ist ein komischer Politikstil. Ich finde, das gehört sich nicht, Herr Hahn. Wir haben unterschiedliche Positionen. Aber ich spreche Ihnen Ihre Rechtsauffassung oder Ihre politische Auffassung nicht ab. Und das erwarte ich dann umgekehrt auch von Ihnen, um das einmal deutlich an der Stelle zu sagen. Herr Kubicki,
hat Folgendes gesagt, und da gibt es nichts hinein zu interpretieren, dass er nur sozialdemokratisch geführte Kommunen meint. Er hat Folgendes gesagt: Straßenausbaubeiträge sofort abschaffen, das Ungerechte, was es überhaupt gibt. Manche Kommunen warten 30 Jahre ab, weil sie genau wissen, da kann ich die Anlieger wieder zur Kasse bitten, den Menschen zuzumuten, dass aufgrund der Straßenausbaubeiträge im Zweifel ihre Häuser verkaufen müssen, ist vollkommen gaga, egal ob wiederkehrende Beiträge sind oder nicht, weg damit. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Zweitens, natürlich gibt es auch sozialdemokratisch geführte Kommunen, die sagen, ich kann die nicht abschaffen ohne Kompensation. Genau deswegen sagen wir ja das Instrument finanzieller Ausgleich, damit die Kommunen in die Lage versetzt werden, marode Straßen zu finanzieren. Sonst wird das Modell nicht funktionieren. Ja, sonst funktioniert das Modell nicht. Und wissen Sie, Herr Hahn, warum der Kopf rund ist? Der Kopf ist deswegen rund, weil man gelegentlich auch seine Meinung mal ändern muss. Ja, wir waren der Auffassung gemeinsam, die meisten vor ein paar Jahren wiederkehrende Straßenbeiträge sind der Clou, wo die Kommunen sagen, toll, das Modell funktioniert nicht, die meisten Kommunen nehmen es nicht in Anspruch. Und deswegen hat sich die Lage verschärft. Sanierungsstau, zu wenig Geld für die Infrastruktur, Bürger werden exzessiv belastet. Und deswegen müssen wir eine Antwort darauf geben, auf eine veränderte Situation, die im Jahre 2018 im September besteht. Das ist völlig legitim. Team. Bürgerinnen und Bürger erwarten eine Antwort auf die für sie drängenden Fragen. Das ist kein Problem einer Kommune, schon gar kein Problem einer Partei. Wir haben einen Vorschlag gemacht, über den kann man diskutieren. Wir wollen, dass Sie ihm zustimmen. Wenn Sie ihn ablehnen, haben Sie es politisch zu verantworten. Aber uns deswegen Respekt und würdevolles Umgehen damit abzulehnen, ist völlig klar. Wir diskutieren seit einem Jahr über das Thema. Da stand der Termin der Landtagswahl noch nicht fest. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Hahn. Vielen Dank. Herr Govan antwortet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Tun Sie doch bitte als Sozialdemokratie in Hessen nicht so, als wenn Sie die Einzigen sind, die sich um dieses Thema kümmern und mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber gesprochen haben. Wir haben mit denen gesprochen, und wir haben ihnen eine Antwort gegeben. Wir haben ihnen die Antwort gegeben, dass es die kommunale Selbstverwaltung ist, die sich damit zu beschäftigen hat. Und ich kenne nicht einen einzigen FDP-Stadtverordneten, der nicht dafür wäre, dass in seiner Kommune die Straßenbeitragssatzung aufgehoben wird. Das ist unsere Antwort. Sie haben eine andere, aber tun Sie bitte nicht so, als wenn Sie die Einzigen sind, die eine Antwort haben. Wir haben diese auch schon hier beschieden. Und, lieber Kollege Rudolph, ich komme gleich zu Ihrem Arzttermin. Darf ich jetzt erst einmal zum Inhalt etwas sagen? Ja, danke, weil Sie sind gerade sehr störend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Rudolph hat gesagt, nein, niemand, kein einziger Bürger sei bisher entlastet. Herr Rudolph, das ist falsch. Ich will aber nicht gerügt werden. Aber ich weiß auch, dass Sie es wissen, dass es falsch ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alleine in meinem kleinen Umfeld, in Bad Vilbel, in Karben, in Friedberg, sind die Bürgerinnen und Bürger entlastet, weil die Kommunen bereits die Aufhebung der Straßenbeitragssatzung abschließend beschlossen haben. Es wird also in Karben, in Bad Vilbel und in Friedberg, und das ist ein ganz kleiner Fokus, keine Straßenbeitragsgebühren mehr geben. In Karben und Bad Vilbel wird es überhaupt keine geben, weil wir uns besonders geschickt verhalten haben. Also bitte tun Sie nicht so, dass Sie die Einzigen sind, die sich um die Probleme kümmern. Und ich kann nur jedem Bürger zurufen, Bürgerprotest vor Ort, Gespräche mit dem Bürgermeister, Gespräche mit den Fraktionen vor Ort, und die davon überzeugen, dass der Hessische Landtag davon ausgeht, jedenfalls die Mehrheit, die das Gesetz beschlossen hat, dass man es auch so finanzieren kann, ohne dass man die Straßenbeiträge erheben muss. Das ist der Druck, der vor Ort gemacht werden muss. Und, lieber Herr Kollege Schäfer-Gümbel, wir müssen uns nicht wechselseitig abmelden, aber ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass direkt nachdem Herr Kollege Rudolph gesprochen hat, Sie gegangen sind. Bitte um Entschuldigung. Wobei das Wort Entschuldigung ist jetzt falsch. Nehme zur Kenntnis und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Arztbesuch. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Alexander Bauer, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In 46 Tagen ist Landtagswahl, und da verwundert es nicht, dass wir zum gefühlten 46. Mal über das Thema Straßenausbaubeiträge diskutieren.
Es gab einen Gesetzentwurf von der FDP, von den LINKEN, von der SPD, von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Und am 12. April gab es hier in dem Plenarsaal eine umfangreiche Anhörung mit gut zwei Dutzend Sachverständigen. Wir haben uns also intensivst mit diesem Thema beschäftigt. Und das Beitragsrecht ist bekanntlich komplex, und die Lösungsansätze, auf deren Probleme uns Bürgerinnen und Bürger hinweisen, sind wahrlich nicht einfach. Die Zulässigkeit der Erhebung von Straßenbeiträgen ist von der Rechtsprechung seit Jahrzehnten bestätigt worden, vom Bundesverwaltungsgericht 2011 und vom Bundesverfassungsgericht 2014. Es ist also mit dem Landtagsbeschluss am 24. Mai 2018 hier an dieser Stelle eine gute Lösung gefunden worden, die zugegebenermaßen nicht alle Probleme löst und jedwede Ungerechtigkeit beseitigt. Aber der von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP beschlossene Gesetzentwurf bietet Optionen für akzeptable Lösungen vor Ort, meine Damen und Herren. Unser Gesetzentwurf stärkt die kommunale Selbstverwaltung und bietet ganz konkrete Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger im Straßenbeitragsrecht. Ihr Gesetzentwurf der SPD, der ja erst zum 01.01.2019 in Kraft treten soll, löst nicht die Probleme derjenigen, die jetzt ganz konkret von einem Beitragsbescheid betroffen sind. Unsere Lösung ist dagegen schon längst in der Praxis wirksam. Es können schon jetzt, der Kollege Hahn hat es deutlich gemacht, schon jetzt können Straßenausbaubeiträge vollständig abgeschafft werden. Das ist die Botschaft, die von diesem Tisch ausgeht, meine Damen und Herren. Es gibt Kommunalparlamente, die haben schon längst so beschlossen. Kollege Hahn hat es aufgezählt. Bad Nauheim, Karben, Hanau, Wettenberg, Immenhausen, Bad Vilbel. Dort gibt es schon längst keine Straßenausbaubeiträge, und die Bürger sind entlastet, meine Damen und Herren. Und es werden auch noch weitere Kommunen Veränderungen herbeiführen. Denn wir haben ja auch beschlossen, dass wir durch die Bezuschussung der Umstellungskosten es erleichtern werden, zu wiederkehrenden Straßenbeiträgen zu wechseln. Durch unseren Gesetzentwurf haben wir jetzt schon den Kommunen mehr Handlungsspielräume ermöglicht, und wir haben auch ermöglicht, dass die Ratenzahlungen erheblich verbessert werden, bei niedrigen Zinsen die Begleichung der Restschuld ermöglicht wird. Ja, es stimmt, meine Damen und Herren, die betroffenen Bürgerinnen und Bürger haben im Rahmen des Beitragsrechts einen Anteil zu leisten. Aber die Inanspruchnahme von Grundstücksbesitzern lässt sich auch aus der Eigentumsverpflichtung nach Artikel 14 des Grundgesetzes ableiten. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Sanierung von Straßen eine wertbildende Maßnahme ist, die die anliegenden Grundstücke auch aufwertet. Das haben übrigens auch Sozialdemokraten lange Zeit so vertreten. Im Jahr 2015, es war Zufall, es standen gerade die Kommunalwahlen im Frühjahr bevor, hat die SPD mit Musteranträgen zur Einführung einer solidarischen Straßenfinanzierung die Kommunalparlamente Land auf Land ab geflutet, meine Damen und Herren. Kollege Tobias Eckert und andere Kollegen wurden nicht müde, man kann es im Netz nachlesen, mit Nachdruck auf Veranstaltungen für die Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen zu werben. Damals noch mit dem Slogan: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge entlasten die Bürger, meine Damen und Herren. Das, was damals richtig war, ist auch heute noch richtig, meine Damen und Herren. In den damaligen Presseverlautbarungen war nachzulesen, damals vor der Kommunalwahl, Zitat: Mit den wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen haben die Kommunen ein Instrument in der Hand, um Baumaßnahmen auch in Zukunft sozial gerecht finanzierbar zu machen. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Und was damals für die SPD die gerechte, die solidarische Lösung war, gilt heute nicht mehr. Die grundhafte Erneuerung kommunalen Eigentums soll nach Ihrem vorgelegten heutigen Gesetzentwurf das Land übernehmen. So ein Vorschlag ist nachvollziehbar populär. Nicht das Wir einer Kommune sorgt sich um das ihr eigene kommunale Eigentum. Nein, das meist anonyme Ihr, also das Land Hessen, soll die Kosten für die grundhafte Erneuerung des Gemeindeeigentums aufnehmen. Das ist wahrlich populär. Und die SPD-Vorschläge, dieser Vorschlag reiht sich nahtlos ein in die finanziellen Wahlkampfversprechungen, die sich je nach Zählweise aufsaldiert, entweder 3 oder 4 Milliarden Euro belaufen, wohlgemerkt jährlich. Da fallen dann so kleinere Versprechungen wie die vollständige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge mit rund 60 Millionen € jährlich überhaupt nicht ins Gewicht, meine Damen und Herren. Wer allen alles verspricht, wird am Ende nichts halten können, meine Damen und Herren. Doch, meine Damen und Herren, mit Landesgeld allein lässt sich nicht jedes Problem lösen. Eine elementare Schwäche des SPD-Gesetzentwurfs ist schlicht, dass es für die heute Betroffenen überhaupt nichts bringt.
Und für diejenigen, die gestern oder vorgestern Straßenbeiträge gezahlt haben, bringt der SPD-Gesetzentwurf eine nicht zu überbrückende Ungerechtigkeit. Was ist denn mit denen, die bisher gezahlt haben? Die Antwort, die Ihr Gesetzentwurf mitliefert, ist eindeutig. Die haben Pech gehabt, meine Damen und Herren. Das ist die Antwort, die Sie liefern. Dagegen ist unsere Möglichkeit der Wahlfreiheit die bessere Alternative. Denn bei der Umstellung zu wiederkehrenden Straßenbeiträgen können Sie eine großzügige Verschonungsregel einführen von bis zu 25 Jahren. Beitragszahler aus der Vergangenheit können hier ihre gezahlten Beiträge verrechnen, und sie werden von der jährlichen Zahlung bei wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen einfach verschont. 25 Jahre lang müssen die, die gezahlt haben, nichts zahlen, meine Damen und Herren. Das ist keine perfekte Lösung, aber immer noch besser als Pech gehabt, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir wollen, weil wir eine bessere Lösung hier beschlossen haben, Ihren Gesetzentwurf ohne weitere Ausschussberatungen bereits in erster Lesung ablehnen. Das ist gemäß unserer Geschäftsordnung, § 14 Absatz 1, ein ausdrücklich zugelassenes Vorgehen im Parlamentsbetrieb, das ich hiermit beantrage. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP haben eine gute, tragfähige Lösung für Grundstücksbesitzer und Kommunen gefunden, die ich wie folgt zusammenfassen darf. Wir haben Vertrauen in die Entscheidungsfreiheit der Kommunen, und wir stärken die kommunale Selbstverwaltung. Vor Ort, meine Damen und Herren, muss eine tragfähige Form der Finanzierung des gemeindeeigenen Straßennetzes gefunden werden. Und wir wissen sicher, meine Damen und Herren, dass die Kommunen das auch leisten können. Denn wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir nicht nur durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs die Kommunen dermaßen gestärkt haben, dass sie aus eigener Kraft das auch leisten können. Wir haben ein bundesweit einmaliges Entschuldungsprogramm, die Hessenkasse, mit über 5 Milliarden € aufgelegt. Wir haben Investitionshilfen ausgesprochen. Der kommunale Finanzausgleich ist im nächsten Jahr mit über 5 Milliarden € so hoch wie noch nie zuvor. Die Kommunen können selbst entscheiden, was sie mit diesem Geld machen können. Und sie können auch die Beiträge abschaffen und somit die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Wir brauchen Ihr Gesetz nicht. Wir haben schon längst ein besseres beschlossen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bauer. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Einen Moment, Kollege Schaus. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, etwas, sich wieder zu beruhigen. Es ist jetzt nach 12 Uhr, da kann man wieder etwas ruhiger werden. Also, Kollege Schaus hat das Wort. Seid ihr fertig? Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Ärger ist groß, wenn die Eigentümerinnen und Eigentümer, die an grundsanierten Ortsstraßen ein Grundstück besitzen, von der Stadt- oder Gemeindeverwaltung eine hohe Zahlungsaufforderung erhalten. Je nach Nutzung der Straße können Kommunen derzeit bis zu 75 % der gesamten Straßenausbaukosten auf die Anlieger umlegen. Die Entscheidung, wie eine Anliegerstraße grundsaniert wird, trifft die Kommune oft ohne vorherige Beteiligung der Anlieger. Die Kostenberechnungen sind für die Betroffenen oft unverständlich, insbesondere dann, wenn zusätzlich auch noch das Kanalnetz oder Versorgungsleitung mit erneuert werden. Da sind dann vielfach Summen zwischen 10.000 bis 120.000 € fällig, Geld, das die meisten gar nicht haben. So müssen Sie dafür zusätzliche Kredite aufnehmen, die aber, Kollege Rudolph hat darauf hingewiesen, ältere Menschen gar nicht mehr erhalten. In der Plenarwoche im Mai wurde hier der Gesetzentwurf von CDU, GRÜNEN und FDP zur Änderung der Regelung zur Erhebung der Straßenbeiträge beschlossen. Im Juni lehnte die gleiche Landtagsmehrheit unseren alternativen Gesetzentwurf zur kompletten Abschaffung der ungerechten Straßenbeiträge in dritter Lesung ab. Wir sind der Meinung, dass der beschlossene Gesetzentwurf weder für die hessischen Kommunen und schon gar nicht für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger eine gute Lösung ist. Die von Ihnen getroffene Änderung, aus der bisherigen Sollvorschrift eine Kannvorschrift zu machen, nutzt lediglich den Kommunen, die bislang keine Straßenbeiträge erhoben hatten und diese auch nicht erheben müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Und schlimmer noch,
Dank unserer sogenannten Hessenkasse soll den Kommunen ja auch noch Geld für schlechte Zeiten ansparen. Das bedeutet, selbst wenn eine Kommune derzeit schwarze Zahlen schreibt, wird sie kaum davon absehen können, auf diese Einnahmequelle zu verzichten, damit sie mehr Geld sparen kann, um in schlechten Zeiten etwas zu haben. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist in vielfacher Hinsicht ungerecht. Zunächst einmal zahlen alle Anlieger beim erstmaligen Bau der Straßen Erschließungsbeiträge. Zudem müssen Anwohner von Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen gar keine Beiträge zahlen. In vielen Städten wie Frankfurt, Wiesbaden oder Eschborn werden keine Beiträge erhoben. Pech also, wer ausgerechnet an einer Ortsstraße sein Haus hat. Der Protest in Hessen gegen diese ungerechten Straßenausbaubeiträge wird immer stärker. In mehr als 50 Städten und Gemeinden haben sich mittlerweile Bürgerinitiativen gebildet, die vor Ort aktiv sind und bei zahlreichen Aktionen die generelle Abschaffung zu Recht fordern. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Mit viel Engagement und noch mehr Kreativität wird hessenweit, Land auf, Land ab, gegen die ungerechte Straps mobil gemacht. Und ich freue mich sehr, dass Vertreter dieser Bürgerinitiativen heute die Gäste auf der Zuschauertribüne sind. So, Sie vertreten die Interessen der Betroffenen und sollten auch entsprechendes Gehör finden. Aufgrund des intensiven Drucks aus der Bevölkerung haben im Mai 2018 CDU, Grüne und FDP im Landtag ihre kleine Gesetzesnovelle vorgenommen, die aber für die Betroffenen kaum eine Verbesserung ihrer Situation mit sich bringt. Sie haben damit auf Beruhigung bei den Betroffenen gehofft. Das ist aber zu Recht gründlich schiefgegangen. Und Herr Hahn, das ist eben nicht so. Ihre These stimmt nicht, dass sich die Situation beruhigt hat, sondern dass sie sich immer mehr verschärft und die Diskussion in die Kommunen getragen wird. Wir hatten Ihnen hingegen einen alternativen Gesetzentwurf vorgelegt, der die vollständige Abschaffung der Straßenbeiträge vorsieht. Am Vorbild von Berlin, Hamburg und Bayern sollte sich auch Hessen ein Beispiel nehmen. Zwischenzeitlich übrigens wird auch in Thüringen und in Brandenburg über die Abschaffung der Straps beraten. Die bisherigen Einnahmen der Kommunen aus Straßenausbaubeiträgen beliefen sich in den letzten Jahren auf jährlich zwischen 36 und 39 Millionen €. Es wäre also für das Land völlig unproblematisch, den Kommunen im Rahmen eines Sonderfonds zweckgebunden die Einnahmeausfälle aus den Straßenbeiträgen jährlich zu erstatten. Und das wäre selbst nach Ihrer Rechtsauffassung auch verfassungskonform, Herr Hahn, wenn ich das richtig sehe. Die im Mai beschlossene Regelung zu einmaligen finanziellen Anreizen, die Städte und Gemeinden dazu bewegen, nun wiederkehrende Straßenbeiträge zu erheben, ist gescheitert und wird zu Recht nicht von den Betroffenen und den Kommunen akzeptiert, auch wenn Sie das Gegenteil immer wieder behaupten, Herr Bauer. Das findet nicht statt. Es findet nur eine Abschaffung momentan in den Kommunen zulasten der Kommunen statt. Danach aber sollen alle Eigentümer in einer Gemeinde oder einem Stadtteil, auch wenn sie nicht in den sanierten Straßen wohnen, zahlen. Das sind dann zwar kleinere Beiträge, aber werden die Jahr für Jahr die Straßen grundsaniert in dem Gebiet, dann werden jedes Mal Kosten auf alle umgelegt. Dies kann zu einem zusätzlichen Dauerbeitrag von mehreren hundert Euro pro Jahr und Grundstück führen. Und das lehnen wir als LINKE eindeutig ab. Die SPD hat heute erneut einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Straßenbeiträge vorgelegt. Wir begrüßen es, dass die SPD nun auch klar gegen die ungerechten Beitragserhebungen Stellung bezieht. Dies hat etwas gedauert, wenn ich das sagen darf, und war bei der Anhörung zum Gesetzentwurf am 12. April nicht ganz so klar. Wir unterstützen den SPD-Gesetzentwurf, auch wenn wir mit dem Finanzierungsvorschlag nicht ganz konform gehen. Denn anders als die SPD denken wir, dass es ausreichend wäre, die Mittel ausschließlich den ärmeren Kommunen zur Verfügung zu stellen, denen also die derzeit Straßenbeitragssatzung erlassen haben.
Städte wie z.B. Eschborn, Frankfurt oder auch Wiesbaden, die nie Straßenbeiträge erhoben haben, brauchen unserer Ansicht nach solche Mittel nicht. Es wäre einfacher gewesen, seinerzeit unseren Gesetzentwurf, der bei vielen Kommunen und bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern auf Zustimmung gestoßen ist, im Mai anzunehmen und an dieser Stelle dem Beispiel von Bayern zu folgen. Der vorliegende Gesetzentwurf der SPD, ich komme zum Schluss, wird jetzt wohl nicht mehr bis zum Ende der Legislaturperiode abschließend beraten werden können. Wie dem auch sei, wir bleiben weiter dran. DIE LINKE wird sich auch im neuen Landtag für die komplette Abschaffung der ungerechten Straßenbeiträge einsetzen und für die Finanzierung der Kommunen oder dieser Beiträge durch das Land. Vielen Dank.